Das hier vor mir ist der teuerste Mojito, den du wahrscheinlich je trinken wirst. Streng genommen ist es gar kein Mojito, aber durch die Zutaten ist es so eine Art Pro-Mojito. Dafür brauchen wir zuallererst so eine Kupette, die stellen wir aber kalt. Jetzt schnappen wir uns unseren Shaker. Da kommen jetzt ungefähr 6 Minzblätter rein. Jetzt brauchen wir Limettensaft. Das kommt jetzt auch mit in den Shaker. Das schlagen wir jetzt ganz leicht im Shaker an. Also das heißt, wir rühren es vorsichtig durch. Jetzt brauchen wir Demerara-Sirup. Davon 2 cl. Das ist Rohrzuckersirup aus dunklem Rohrzucker. Anschließend brauchen wir 4,5 cl Havanna 7 Jahre oder irgendeinen anderen dunklen Rum, den ihr zu Hause habt. An der Stelle riesen Dank an Conalco, die uns diese Flasche zur Verfügung gestellt haben. Jetzt noch 1-2 Dashes Angostura Bitters. Eis mit in den Shaker geben und einmal ordentlich durchshaken. Und jetzt double strain wir den Drink ins Glas. Es ist so ein goldener Touch. Es kommt alles durch den Demerara Sirup und den dunklen Rum. Und jetzt kommt die Zutat, auf die alle wahrscheinlich gewartet haben, und zwar der Champagner. Damit gießen wir den Drink jetzt nur noch so ein bisschen auf. Und fertig ist der Old Cuban, mein absoluter Lieblingscocktail.